Schnipp, schnapp und damit hallo und herzlich willkommen beim Gartenkanal. Gartenarbeiten im März, heutiges Videothema, da gibt es einiges zu tun im März. Ende Februar haben wir schon die ersten Aussaaten mit der dicken Bohne und so weiter. Heutiges Videothema oder das übergreifende Videothema allerdings, Obstbäume oder Halbsträucher, Bärenobst. Wir werden was pflanzen und wir werden auch noch mal ein bisschen schneiden und einfach auf so ein paar Tätigen eingehen, die es zu erledigen gibt. Fangen wir direkt an. Die grüne Stachelbeere hier habt ihr im letzten Gartenrang gesehen, dass sie ein bisschen schief steht. Ich mache mal ein Foto und zeige euch, dass die wirklich richtig schief steht. Und da sie in die Richtung zu mir herknickt, müssen wir den Pfosten auf die andere Seite machen. Dafür habe ich mir Bello genommen. Und mit ein paar Klopfern locker aus dem Handgelenk ist es mit Bello erledigt. Ja, ich bin nicht irre geworden oder so und gebe meinen Werkzeugen einen Namen. Mein Opa und meine Mutter haben den Namen Bello gegeben. Gibt es auch, glaube ich, eine Geschichte dazu, wie Opa den bekommen hat. Auf jeden Fall, das ist Bello. Ja, das Ding ist halbwegs gerade. Tut nichts zur Sache, ich hole kurz eine Schnur. Ne. Schnur habe ich schon geholt. Dürfte passen. Oh, und es wäre vielleicht noch ganz interessant, wie ich das mache. Da ich das nicht so komplett fest ums Bäumchen rumfriemeln will, spanne ich hier so kurz, dann überkreuze ich die Schnurenden und bind auf der anderen Seite fest. So, jetzt ist es fest und das Ganze ist auch keine Plastikschnur, die kann verwittern. Und dadurch, dass ich, hole euch gleich in die Detailansicht, hier eben den Bäumchen im Spielraum lasse, ja, wird das Bäumchen auch nicht dadurch eingehen. Oh mein Gott, wenn das Ganze mal, ja, vielleicht locker wird, reißt und wieder rüber gibt, dann binde ich es halt wieder an. So sieht das Ganze in der Detailansicht aus. Jetzt wisst ihr, was ich gemeint habe, wenn ihr es gerade nicht gewusst habt bei der Erklärung. Und jetzt kommt die Schere zum Einsatz. Wir werden hier noch so ein paar Fruchtmumien und tote Zweige reinschneiden. Werde ich euch auch hier ein Foto machen, wie man es erkennt. Also man sieht es jetzt deutlich eben im Frühjahr, da die anderen schon austreiben. Ist, denke ich, klar. Und dass die eben keinesfalls, auch wenn sie nur ganz wenig Platz wegnehmen, irgendwie Platz wegnehmen können, schneide ich sie eben raus. Und falls die auch noch so halb belebt sind, ist es auch ganz förderlich fürs Bäumchen, dann wird oder fürs Sträuchchen, denn dann wird hier keinerlei Energie reingesteckt. Den Großteil habe ich schon letztes Jahr erledigt. Dementsprechend muss ich jetzt nicht so viel machen. Habe jetzt, glaube ich, 3 Schnitte gemacht. Hier noch einer, zack. Und habe auch darauf geachtet, dementsprechend, dass hier auch wieder gut Licht reinkommt. Also ein paar kleine Schnitte mal gemacht. Ansonsten, wie auch, glaube ich, im Gartenrang gesagt, wurde das Teil hier nie wirklich richtig geschnitten. Und ja, es wächst einfach weiter gut. Und jetzt mache ich euch noch ein Foto von den Flechten, von dem Moos hier. Also da ist wirklich einiges dran, vor allem auch diese gelbe Flechte, die, glaube ich, relativ selten geworden ist. Und keine Sorge, Flechten und Moos, das ist jetzt nichts Schlimmes hier. Das ist ein Indikator für saubere Luft oder auch dementsprechend geeignete Luft für die kleinen Pflänzchen hier. Ansonsten gibt es nicht mehr hier viel zu tun und wir gehen ans Pflanzen. Bello kommt weg und die Grassode habe ich hier schon mal entfernt. Und jetzt werden wir das Ganze hier ein bisschen auflockern, bevor der Spaten kommt. So, der Vorteil von der Technik hier ist, dass wir hier schon mal etwas feineres Substrat bei dem feuchten Boden haben. Aber die Bäumchen können auch nicht mehr wirklich warten, die sind wurzelnackt. Und jetzt holen wir einen Spaten, machen dann das tiefere Pflanzloch und den, wenn wir es hier schon drin stecken haben, Pflanzstock darf ich nicht vergessen. Und ich merke es auch wirklich dabei, man kommt wesentlich tiefer als zu Anfang, da man da dieses feine Wurzelwerk von der Bedeckung hier oder von dem Mischrasen oder Moosrasen hier schon gelöst hat. Wie auch immer. Und ich glaube, wir kriegen hier echt ein tolles Pflanzloch hin. Und je tiefer man kommt, desto schwerer wird es dann. Jetzt in dem Fall hier, man merkt es schon, man muss ab und zu ordentlich abstechen. Und ich denke, das sollte jetzt tief genug sein. Und da es heute doch ziemlich feucht ist, habe ich mir gedacht, hole ich noch so ein Eimerchen Blumenerde hier. Werde ich auch direkt um die Wurzeln machen, dass die es anfangs ein bisschen leichter haben anzuwurzeln. Fest genug drin ist er. Gerade ist er auch. Omas Bäumchen. Also alles soweit vorbereitet zum Pflanzen. Wir haben unser Eimer Blumenerde hier fürs lockere Substrat. Unser Pflanzstab ist drin. Ist nicht wichtig, dass der jetzt hier ein bisschen schwanken kann. Der ist fest und tief genug wirklich drin. Und jetzt, was haben wir hier? Wir haben hier eine Mispel, veredelt auf eine Quitte. Von der Obst- und Baumschule Schreiber. In dem Sinn,
Schaut gerne mal bei der Homepage auch von denen unten vorbei. Nicht nur beim Dominik, dem sein Kanal kennt ihr ja, denke ich schon bestimmt. Gibt es wirklich tolle Sachen. Ich bin echt begeistert davon, was ich hier zugeschickt bekommen habe. Und wenn ich sowas dann sage, ganz offen und ehrlich, wie immer hier oben, Product Placement. So. Ja, die Wurzeln werden klein wenig jetzt noch angeschnitten. Durch den Transport, das Umpflanzen jetzt hier und so weiter. Sind natürlich auch kleine Verletzungen. Ab und zu ist oben auch schon von den ganz feinen bisschen was angedörrt. Und dementsprechend kürzt die jetzt so ein ganz klein bisschen ein, bis es hier wieder weiß ist. Wenn es noch irgendwie braun ist bei der Wurzel, dann schneide ich noch ein bisschen weiter. Wie zum Beispiel hier an diesem größeren Trieb. Zack, und jetzt ist er wieder schön weiß. So, und das sollte genügen. Und wenn ich unten was rausnehme, muss ich oben auch wieder was rausnehmen. Sagt auch der Dominik, und die haben da auch eine schöne Anlage dazu geschickt zu dem Pflänzchen. Und dementsprechend, ja, werde ich mal den Dominik fragen, wenn ich schon den direkten Kontakt habe, was ich wirklich rausschneiden soll. Denn bei sowas Neuem, bei sowas Besonderem hier wie einer Mispel, bin ich natürlich besonders vorsichtig. Natürlich sollte die Veredelungsstelle oberhalb, ja, der Erde, des Bodens sein. Wir setzen jetzt ein klein wenig tiefer, als es vorher war. Minimal, vielleicht so 2 Finger breit allerhöchstens. Aber es passt dann immer noch. So, zuerst, wie gesagt, weil wir bei den feinen Wurzeln auch nicht so viel andrücken wollen, jetzt hier etwas Lockeres. Ein bisschen können wir immer noch andrücken. Wenn sich Leute fragen, Max, wieso machst du jetzt kein Pferdemist direkt rein oder keine Hornspäne hier direkt auf die Wurzeln? Keine Düngung bitte machen. Vor allem am Anfang sollen Wurzeln wachsen, und die Düngung ist ja meistens ja schon relativ scharf dafür. Und wenn die Pflanze natürlich direkt auch zu viel Nährstoffe bekommt, ja, bildet sie nicht so viel Wurzeln aus und sucht nicht so viel. Man kann natürlich jetzt weiter unten ein gewisser, ja, einen gewissen Abstand zu den Wurzeln schon ein bisschen Hornspäne oder sowas reinmachen oder guten abgesessenen Gartenkompost. Aber direkt was auf die Wurzeln jetzt drauf ist bei der Pflanzung nicht zu empfehlen, gerade bei so einem wurzelnackten Exemplar. Wenn man natürlich einen großen Pflanzballen hat, wo schon ordentlich Wurzeln ausgebildet sind mit dem Substrat, dann ist es nochmal eine andere Geschichte. Ja, und warum macht man dann so ein wurzelnacktes Ding? Hier ist der Vorteil. Ich habe eigentlich nichts vom, oder ganz wenig Spuren vom Ausgangssubstrat dabei. Und das ist auch eine Geschichte hinsichtlich Krankheiten, Schädlingen und so weiter. Ja, manche sind Anhänger von dem, andere von dem. Da bei den Obstbäumen habe ich jetzt noch nicht die jahrelange Erfahrung. Ich habe noch nicht so viele Obstbäume gepflanzt, ein paar schon. Aber ja, da kann ich jetzt nicht weiter viel zu sagen. Wenn ihr das möchtet, euren Senf dazugeben, wie immer gern unten in den Kommentaren. Und jetzt können wir den Rest hier reinschieben. Immer noch wieder ein bisschen mit den Händen festdrücken. Bisschen am Beutel, am Bäumchen hoch und runter wackeln, und dann ist die Geschichte auch gleich schon gegessen. Jetzt kommen schon die alten Grassoden, schieben wir hier noch ein bisschen zu, drücken noch ein bisschen an, und da das wirklich sehr, sehr feucht ist, werde ich nur ein klein wenig angießen, und das werde ich aus dem Grund nur machen, da unten eben diese Blumenerde ist, die saugt zwar auch die Feuchtigkeit hier von meinem Lössboden ein bisschen an, allerdings aufs Einschlemmen ist nicht zu verzichten. So, und zu alledem, wie ich es jetzt gemacht habe, ist natürlich zu sagen, so mache ich. Da gibt es viele andere Meinungen. Und wenn es jemand anders macht und Erfolg damit hat, ist es für mich auch voll und ganz in Ordnung. So, anstatt den obligatorischen Gießrand und Erdhaufen zu machen, habe ich jetzt hier die alten Grassoden zweckentfremdet. Das passt jetzt für den Anfang. Und ob ich jetzt hier Rindenmulch drauf mache oder vielleicht auch ein paar Wildblumen hier mal aussehe, das werde ich mir noch überlegen. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, eure Meinung. Und wie gesagt, zum Schnitt, darauf werden wir auch zukommen oder auf den Dominik zukommen. Und ansonsten gehen wir jetzt mal ein bisschen auf die Zukunftsvision hier mit ein an dem Standort. Hier hinten haben wir jetzt unsere Mispel relativ eng zum Buchs. Das ist aber gar nicht schlimm, weil ich glaube, der ist sowieso tatsächlich eingegangen. Er hat zwar ein paar grüne Austriebe, aber den werden wir extrem zurückschneiden. Ich möchte mir den Vorteil vom Buchs nutzen. Er hat wenig Wurzeln hier rüber gestreckt oder gar keine, dass er eben die Mispel schon vor Wind schützt, gerade jetzt im Anfangsstadium. Ansonsten kann so eine Mispel durchaus eine ausladende Krone bilden. Wenn es mal ein großes Bäumchen ist, wächst die durchaus bis hier rüber mit der Krone. Oder zumindest bis hierhin. Aber auf jeden Fall ist da einiges möglich. Sie ist auf eine Quitte veredelt, dementsprechend denke ich mal eher ein bisschen langsamer wachsend. Tut nichts zur Sache, wir haben ja auch schon eine schöne kleine Krone ausgebildet. Also sind noch alle Optionen offen, ob wir es jetzt zu einem Halbstrauch, zu einer höheren, größeren Mispel mit einer Ausladenkrone erziehen. Das werde ich dann im Laufe der Jahre sehen, wie sie sich anpasst. Eventuell, ich habe noch eine zweite Pflanze, die auch hier dazu, die zweite Mispel, hier in dem Bereich, wo wir jetzt stehen. Die Sorten hier sind zwar selbst fruchtbar, aber die Chance oder die Möglichkeit, dass mehr Früchte dran sind, sind mit 2 Bäumchen in unmittelbarer Nähe natürlich erhöht. Ja, das war das kleine Gartenarbeiten im März-Video. Thema
Obstgehölze, Bärenobst und so weiter. Das, was ich jetzt mal geschwind in einer halben Stunde gemacht habe. Wenn das Video euch gefallen hat, gerne Däumchen nach oben da lassen. Was stehen bei euch momentan für Arbeiten beim Bärenobst oder beim Obst oder Obstgehölzen an? Gerne Kommentar dazu da lassen. Ansonsten Zukunftsausblick. Was steht auch noch an? Natürlich immer noch das Bärenobstbeet mit Totholzschnitt und noch ein bisschen sortenmäßig auffahren. Aber das ist Stoff für weitere Videos. In dem Sinn danke ich euch wie immer fürs Zuschauen. Wünsche euch ganz viel Erfolg bei euren Projekten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Für alle, die dort dran geblieben sind, der direkte Schwenk. Hier haben wir auch immer noch ein Plätzchen frei. Da war jahrelang unsere größte Stachelbeere, die dann leider irgendwann an Altersschwäche gestorben ist wohl. Und hier an der Stelle war auch noch ein Plätzchen. Ja, diese rote Johannisbeere, mal war sie gut da, jetzt ist sie irgendwie komplett zurückgefroren, hat aber wieder einen Austrieb. Ich glaube, das ist der hier schon ein klein wenig zu schattig. Vielleicht liegt es auch daran, dass die grüne Stachelbeere so lang stagniert hat. Aber das hier wächst eigentlich ganz gut. Muss ich mal schauen, was hier hinkommen kann. Hier ist ja auch immer noch was geplant von der Pakistan-Challenge vom letzten Jahr. Stichwort Regenwasser sammeln. Ja, mal schauen. Hier bin ich mir so einfach komplett unschlüssig. Auch eben ein bisschen wegen dem schattigeren Bereich. Aber wenn ihr Ideen habt, wie gesagt, ich sage es wirklich echt gern. Ideen, immer kreativer Input hier gern für die Kommentare was da lassen. Und jetzt lang genug geredet. Macht's gut und danke fürs Zuschauen und ciao.